Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Fallout 4. Wir stehen vor dem Combat Zone und wollen in dieser Folge hoffentlich endlich mal weiter zum... Ach, hier ist der Marktplatz. Wo auch der Weg zur Railroad. Die Fälle haben sich im Boston Common totgelaufen. Ich würde ihr Schicksal nur ungern teilen. Da, 91 Meter, das müsste es sein. Ja, das ist es auch. So, hier war der Anfangsweg, der Road, und dann müssten wir diesen roten Dingens hier wahrscheinlich folgen. Aber wir gehen jetzt erstmal zu den Neighbors. Und wenn das uns nicht in die Nähe des Instituts bringt, dann können wir das immer noch verfolgen. Scheint mir dieses große Gebäude, oder? Was ist das hier? Das scheint mir ja doch nicht ganz so richtig. Das hier scheint mir das zu sein. Okidoki, Okinawa. Er hat ihn hier so leckere Fleischbällchen aufgehangen. Jemand da? Wir enden heute nicht als Abendessen. Komm. Komm, Alter. Komm, Kumpel. Alter, das ist ein legendärer Supermutant. Treff den gar nicht. Nachladen. Ja. Giftmischer-Radar-Rüstung. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Oh Gott. So wenig Schaden. Patronen. Hier muss noch der andere liegen irgendwo. Ventilator. Oh, hier ist noch einer. Ah, hier lagen zwei übereinander. Der eine ist verbrannt. Deswegen sieht man den nicht. Tischventilator. Okay. Okay, eigentlich wollte ich nur zu den Neighbors. Aber wie das halt so ist. Man kennt es ja. Leuchtrepartier, da werde ich immer. Boah, das ist gar nicht so schlecht, aber wir haben ja das mit 72. Das Repartiergewehr. Geräusch. Gefunden. Wo denn? Der wird hier oben sein irgendwo. Kumpel, wo bist du? Oh. Kleines Baby, Angst haben. Naja. Er wird schon runterkommen. Wenn er Stress sucht. So, da ist der Eingang.
Bad Neighbors haben sich ja, Good Neighbors haben sich ja schöne Nachbarn gesucht. Vorsicht, steht da. Vorsicht. Da, Good Neighbors. What is it? Was ist dieses hohe Gebäude? So, Good Neighbors. Gehen wir mal rein. Who goes there? Für jeden von dir gesammelte US-Handbuch für verdeckte Einsätze erhältst du im Skill Infiltration einen zusätzlichen Rang, der deine Chance auf Schleichen leicht erhöht. Ja, cool, wusste ich gar nicht. US-Covered Operations Manual. So. Das erste, was wir hier tun werden, ist unseren sauberen schwarzen Anzug anzuziehen. Du hast echt Eier. Naja, hartes Eier. Hilfe! Scheiße. Achtung! Geht mich nichts an. Okay. Wie gesagt, ich habe ein besonderes Versicherungsangebot für Partner des großen Detektivs. Hm? Lass mich in Ruhe. Offenbar hast du gleich die Versicherung. Hey, okay, okay. Wir sagen einfach, dass du deine Versicherung bezahlt hast, ja? Na, sieh mal einer an, der Detektiv. Verfolgst du mal wieder einen Ehemann zu seiner Geliebten? Wieso? Hat dich jemand sitzen gelassen? Versuchst du es gerade mit, wie nennt man das noch? Ausweichenden Antworten? Und wer bist du, hä? Valentines neuer Handlanger? Wir suchen gerade Leute, aber ich glaube nicht, dass du die nötigen Voraussetzungen hättest. Lass den Scheiß. Du siehst aus wie jemand, der eine kleine Versicherung gebrauchen könnte. Hab ich doch gerade schon gesagt. Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Nick Valentine kommt für einen seiner seltenen Besuche in die Stadt und du nervst seine Begleitung mit dieser Erpressungsnummer? Freut mich, dich wiederzusehen. Was ist das denn für ein Pirat? Hancock? Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Oh! Wieso musstest du sowas sagen? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Okay. Ich weiß, dass du mit Finn klargekommen wärst, aber als Bürgermeister muss ich manchmal zeigen, wer hier das Sagen hat. Alles klar bei dir? Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Okay, klare Ansage. Hey, schieß los. Nick. Stimmt was nicht? Was meinst du? Hier draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. Was meinst du? Wir machen doch noch was aus dem Commonwealth. Okay. Das ist alles. In Ordnung. Ja. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Okidoki, der Bürgermeister ist da wieder reingegangen. So, was haben wir denn Wer hier? Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden, hey, kaufe ich denen nicht ab. Das scheint mir hier ein... Naja, hier ist eine Power-Rüstungsstation. Was ist das hier? Hi. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Ist lange her. Mehr sage ich nicht. Hallo. Nick? Oh, hey. Neues Gesicht in meinem Laden. Okay. Und du scheißt es bislang noch nicht. Moment.
eher böse von dir. Das ist schön zu hören. Wissen, wenn du was findest. Ich wollte mich nur mal melden. Wenn du was brauchst, okay, zum Handeln. Büro vorbei. Klar, so sieht's aus. Danke, Nick. Hast du da gerade was von Leuten gesagt, die dich anschreien? Ganz richtig. Einige der Fremden, die hierher kommen, haben doch nie vorher einen Ghoul gesehen. Ich glaube, die kommen einfach nicht mit meiner freundlichen Ausstrahlung klar. Also, brauchst du ein paar Vorräte? Ich brauche nichts weiter. Du rast rein, du rast raus. Ja, ich hätte mal fragen können, was ein Ghoul ist für alle, die das hier zum ersten Mal spielen, Fallout-Teil. Was gibt's? Das sind die so Überlebende, die nicht in Vaults waren. Um es mal kurz auszudrücken. Hier, Lagerhaus. Boah, schön. The Third Rail. Mann, ich hab schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Aber ein fliegendes Schiff? Wahnsinn. Ja, das ist so wahr. Memory Den. So, wir wollen uns in der Stadt auf jeden Fall noch umgucken. Aber erstmal gehen wir hier mal in Memory Den rein. Höhle der Erinnerungen. Ist das die Übersetzung? Memory Den? Was ist ein Den? Dan! Lieutenant Dan! Schauen wir mal. Boah, geil! Das, so habe ich mir das vorgestellt. Mit so fliegenden Pollen in der Luft. Guck mal hier die Bilder. Das sind doch bestimmt so alte Bostoner. So alte Gemälde aus Boston. Wo ist denn unser Kumpel? Sie an, Mr. Valentine. Alter! Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Wie geil ist das denn? Dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Zu Amari? Sie ist unten. Hey, Irma. Was ihr auch vorhabt, ich muss es nicht wissen. Pass nur auf, dass der große Metallsoftie sich nicht verletzt. Okay? Ja, machen wir. Boah, wie geil das hier eingerichtet ist. Das ist der Hammer, Leute. Guckt euch das an, hier mit diesen Kugeln, diese Misch aus Science Fiction und was ist das, viktorianisches, nicht England, Boston. Hammer. So, dann gehen wir mal Nick hinterher. Der wird ja wohl wissen, wo wir hier lang gehen. Dr. Amari? Ja, warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Wir brauchen deine Hilfe, Doktor. Ich brauche die Erinnerungen eines Mannes namens Kellogg. Doch er ist tot. Ich bitte dich gewiss um ein Wunder, Amari. Aber du hast bereits Unmögliches geschafft. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Nick ist ein älteres Synth-Modell. Ist er kompatibel? Das frage ich mich auch. Wenn wir Glück haben, passt alles. Selbst wenn es funktioniert, würde Mr. Valentine ein enormes Risiko eingehen. Es geht darum, etwas an sein Gehirn anzuschließen. Keine Sorge, Amari. Legen wir los. Oh. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Ja, das werde ich tun. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Ich bin gespannt, was wir erfahren werden. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen,
Das ergibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Und jetzt? Wird Nick das überstehen? Ja, die Verbindungen scheinen stabil zu sein. Hoffentlich können wir das Implantat hinterher einfach abstöpseln. Das löst aber nicht unser Problem. Die Erinnerungsverschlüsselung ist zu stark für einen Geist. Aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay. Na los. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Boah, ey. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Ich soll hier rein, ja. Also mal bevor ich mich jetzt hier in diesen Memo-Sessel setze. Wow. Ja. Yes. Du hast die Ausgabe enthält, bla 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 bla, Grognacken hinzufügen. So viel Wissen ging verloren, als die Bomben fielen. Ja. Schön, dass jemand versucht, das zurückzuholen. Bevor ich hier, noch ein Red Away. Bevor ich hier mich reinsetze, wer gesagt hat, dass die Story scheiße ist, also finde ich überhaupt nicht. Ich bin richtig überrascht, wie gut. Also, klar, ist nichts Weltbewegendes, aber so mit diesen Einzelheiten, dass wir jetzt mit den Gehirntransfusionen, also hier, der eine ist Host und so, die Ideen, die sind doch super. Finde ich. Gerade richtig spannend. Please stand by. Please stand by. Please stand by. Schnell speichern. Please stand by. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Okay. Dürfen wir da spielen? Wahrscheinlich schon, ne? Hörst du mich? Ah, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Wie geil, wir sind voll im Gehirn. Da, das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Welche? Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Okay. Ah. Mach das scheiß Radio leiser! Ich will schlafen! Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Okay, also wir können ja die Erinnerung einzeln aufrufen. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Okay. Das ist ein Witz. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals.
Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du meine Stiefel hingestellt? Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Deinen Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Du warst schon immer mein guter Junge. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Nee. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Ja. Da. Ja, das ist dieser Weg hier. Versuch's mal mit der. Ja, werde ich machen. Und zwar machen wir das in der nächsten Folge. Ich finde es gerade sehr spannend und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten main bleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!